Mammut auf 4, 3 Slide. Nomen ist oben. 3 Schnallen am Mammut, 2 jeweils an den Beinschlaufen und eine zentrale Schnalle oben am Hüftgurt. Auffällig beim Mammut ist immer diese Plastikverstärkung unten an den Beinloops, die verhindern soll, dass das hier vorzeitig verschleißt und scheuert, weil das natürlich eine typische Schwachstelle ist an Gurten, die gerne durchscheuert. Die Kraftübertragung am Mammut findet über die Einfassbänder statt. Die Polsterung ist perforiert, sprich etwas löchrig und luftig, dass man nicht so drunter schwitzt. Das Polster selber ist nicht sehr fest und auch nicht sehr dick. Auffällig sind die recht steifen Materialschlaufen. Da muss man schauen, dass man den Hüftgurt des Rucksacks, so einer vorhanden ist, unter den Materialschlaufen anordnet, weil sonst wird das garantiert drücken. Ansonsten ist der Mammut ein Gurt, der alles hat, was ein Gurt braucht.